Guten Abend, meine Damen und Herren. Willkommen zu dieser neuen Folge unserer Online-Gesprächsreihe MetzOraCon. Ich freue mich ganz besonders, dass wir heute Herrn Dr. Josef Aschbacher begrüßen dürfen, seit 1. März der neue Generaldirektor der Europäischen Weltraumorganisation mit Sitz in Paris. Er ist uns allerdings jetzt aus Frascati zugeschaltet. Herr Dr. Aschbacher ist der erste Österreicher und eigentlich auch erst der, ich glaube, so viel ich weiß, der zweite Staatsbürger eines kleineren ESA-Mitgliedsstaates, der in diese Funktion ernannt worden ist. Ich möchte mich ganz herzlich auch bei Ihnen bedanken, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Das ist ein besonderer Tag auch heute für die ESA. Es gab einen Start eines ESA-Astronauten, und zwar Thomas Pesquet, der heute zum zweiten Mal in die internationale Weltraumstation gestartet ist. Das erste Mal seit über einem Jahrzehnt aus Florida in den USA und überhaupt das erste Mal in einem Raumschiff, das weder ein russisches noch ein amerikanisches Raumschiff ist. Also durchaus ein besonderer Tag. Der Start war heute Mittag. Danke, dass Sie sich trotzdem heute die Zeit genommen haben. Ich möchte Sie vielleicht am Anfang unserem Publikum ein bisschen näher vorstellen. Sie sind 1962 in Tirol geboren und auf einem Bergbauernhof in Elmau aufgewachsen. Sie haben dann an der Universität in Innsbruck studiert und einen Doktortitel in Naturwissenschaften gemacht, haben dann dort auch als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Meteorologie und Geodynamik gearbeitet und sind 1990, also mittlerweile seit mehr als 30 Jahren, bei der ESA eingetreten. Und zwar gleich in Frascati, wenn ich das richtig verstanden habe, wo sich das ESA-Zentrum für Erdbeobachtung befindet, ESRIN. Und Sie haben dann diese 31 Jahre seit damals zu einem guten Teil in Italien verbracht. Meistens in Frascati, in verschiedenen Funktionen. Zwischendurch auch 7 Jahre am Joint Research Center der Europäischen Kommission in Ispra in der Lombardei. Und seit 2016 waren Sie dann Direktor für die Erdbeobachtungsprogramme der ESA. Das ist das größte Direktorat der ESA, das Sie da geleitet haben und gleichzeitig Leiter von ESRIN in Frascati. Und im Dezember des letzten Jahres sind Sie dann ernannt worden zum neuen Generaldirektor der ESA, deren Hauptsitz in Paris ist. Und seit 1. März haben Sie diese Funktion angetreten. Herr Dr. Aschbacher, ich möchte Sie vielleicht, bevor ich ein bisschen näher mit Ihnen über die ESA und Ihre Aufgaben dort sprechen möchte, eine allgemeine Frage an Sie stellen. Und zwar, die Weltraumtechnologie hat auf das Leben jedes Einzelnen von uns doch viel mehr Einflüsse, als man vielleicht auf den ersten Blick denkt. Welche Probleme des Alltags oder inwieweit hat sie einen Einfluss auf den Alltag eines jeden Bürgers und jeder Bürgerin? No, zuerst einmal herzlichen Dank für diese Möglichkeit, wirklich zu den Kollegen auch in Österreich oder den Österreichern zu sprechen. Und es ist immer ein besonderes Vergnügen und ich bin ganz sehr erfreut, diese Möglichkeit zu haben. Sie haben erwähnt, dass ich auch einen guten Teil meines Lebens hier in Italien verbracht habe. Ich bin momentan gerade hier in Italien, hatte heute Meetings mit der italienischen Regierung, um auch zu diskutieren, was die nächsten Schritte sind, gerade für Italien im Rahmen der ESA für die nächsten Jahre. Aber wir haben einen ganz wichtigen Meilenstein in der ESA. Das ist eine Ministerratskonferenz, die wir alle 3 Jahre haben. Und die nächste ist Ende nächsten Jahres und die müssen wir jetzt bereits anfangen vorzubereiten, damit die Ministerratskonferenz dann auch wirklich ein Erfolg wird. Wie kann Weltraum den Menschen im alltäglichen Leben helfen? Eigentlich in sehr vielen Bereichen und sehr viele Leute würden nicht vermuten, wo Weltraum überall verborgen ist. Und man hört manchmal, hier ist Intel Inside. Man kann auch das ummünzen auf den Weltraum und sagen Space Inside. Und das ist wirklich in sehr vielen Bereichen. Wenn Sie die Wettervorhersage von morgen sehen oder hören, dann wissen Sie vielleicht nicht, dass 80% der Daten, um diese Wettervorhersage zu machen, von Satelliten stammen. Satelliten, die wir bauen und die von uns betrieben werden oder von unserer Partnerorganisation EUMETSAT, die dann diese Daten natürlich
in Wettervorhersagemodelle einbringt, um dann die Wettervorhersage zu machen. Das Gleiche gilt für Klima. Klimavorhersagen könnten nicht gemacht werden, wenn es nicht Satelliten gäbe. Man könnte nicht abschätzen, wie viel der Meeresspiegel ansteigt, wie viel die Temperatur ansteigt, wie viele Gletscher schmelzen, wie viele Eismassen weltweit abschmelzen würden, wenn wir nicht all diese Messungen hätten, die dann natürlich mit Simulationsmodellen verknüpft werden und zu Vorhersagemodellen führen und dort Information abgeleitet wird. Das Gleiche gilt in Navigation. Wenn jemand von A nach B fährt, sehr oft braucht man natürlich die Navigationssysteme, aber nicht nur im Auto, auch in Flugzeugen, in Zügen, in allen Transportmitteln, die wir zur Verfügung haben. Das Gleiche gilt für Telekommunikation. Wahrscheinlich wird unser Interview nicht stattfinden können, wenn nicht ein Satellit hier mitwirken würde, zumindest in einem Teil des Bereiches, wo Satelliten verwendet werden, um die bodengestützten Kommunikationssysteme zu unterstützen oder zu erweitern. Das heißt, Weltraum gibt's überall, ist direkt angewandt, aber natürlich gibt es auch Bereiche, wo Weltraum viel weiter über den täglichen Bereich hinausgeht. Sie haben die Astronauten verwendet und da hat der Weltraum auch eine andere Rolle zu erfüllen. Zum einen natürlich die Inspiration zu erzeugen, um die Begeisterung auch für Neues zu entdecken, aber auch ein Land oder eine Nation oder eine Organisation oder eine Verbindung von Ländern, wie zum Beispiel Europa, wirklich eine Identität zu geben, ein neues Ziel zu geben, auch den Push zu verleihen, um neue Aktivitäten voranzutreiben. Und sehr oft ist ja der Weltraum nur die Speerspitze von Technologie-Innovationen, die dann in großer Reihenfolge weiter hinten in der Summe von verschiedenen Firmen einfach stattfindet. Es ist vielleicht ein bisschen übertrieben, wenn man sagt, dass Microsoft durch Hewlett Packard das Ergebnis der Mondlandung sind, aber da gibt es einen Zusammenhang, dass diese Mondlandung in den 60er Jahren und den 70er Jahren natürlich sehr viel Informationstechnologie auch gefordert hat, neue Firmen kreiert hat und dadurch neue Möglichkeiten geschaffen hat. Und in gewisser Weise ist die Dominanz auch Amerikas heute in der Informationstechnologie mit verbunden mit der Pionierarbeit, die Amerika geleistet hat durch die Mondlandung. Also Weltraum hat viel mehr als nur einen Astronauten auf die Raumstation zu schicken, sondern die Bedeutung ist eine gesellschaftliche, aber auch eine wirtschaftliche. Und das ist genau das, was ich herausstreichen will. Ja, vielen Dank für diese Tour d'Horizon, wo man doch einen sehr eindrucksvollen Eindruck bekommt, wo überall die Weltraumtechnologie sich auswirkt auf den Alltag von uns. Ich möchte jetzt vielleicht ein bisschen konkreter auf ESA und auf Ihre Arbeit bei der ESA kommen und da zu Beginn ein kurzes Video einspielen, in dem man die verschiedenen Bereiche, wo die ESA tätig ist, auch kurz angerissen findet.
Ja, in dem Video haben wir doch viele Dinge dann auch wiedergefunden, die Sie vorher schon erwähnt haben. Sie sind jetzt für 4 Jahre zum Generaldirektor der ESA bestellt worden. Was sind da für Sie die größten Herausforderungen? Oder ich habe gelesen, es gibt eine ESA Agenda 2025. Was sind Ihre Prioritäten für diese 4 Jahre? Ja. Wie Sie richtig sagen, die Amtszeit ist für 4 Jahre. Ich bin für 4 Jahre gewählt und habe deshalb diese Agenda 2025 verfasst und auch auf den Tisch gelegt zur Diskussion. Was sind die Prioritäten? Zuerst will ich vielleicht sagen, dass die Agenda nicht nur mein eigenes Werk ist und hat zwar meinen Namen am Ende des Dokumentes, aber es ist wirklich eine Agenda, die ich mit den Mitgliedstaaten gemeinsam erarbeitet habe, auch mit meinen eigenen Leuten im Haus, mit meinen Direktoren und meinen eigenen Mitarbeitern. Und es ist das Ergebnis eines Konsultationsprozesses, der doch sehr intensiv war und deshalb wirklich ein Dokument der ESA insgesamt ist, getragen durch die Mitgliedsländer. Was sind die Prioritäten? Es sind 4 horizontale Prioritäten, die aufgelistet sind, und eine vertikale. Die horizontalen sind zum Ersten, dass die Kooperation in Europa mit der Europäischen Union nahtlos sein muss und wirklich die ESA Hand in Hand mit der Europäischen Kommission arbeiten muss, um Weltraum voranbringen zu können. Wir können es uns nicht leisten, dass wir verschiedene Agenten in Brüssel und Paris haben. Das muss wirklich aus einem Guss kommen und wir müssen sehr eng zusammenarbeiten. Und diese Kooperation auf europäischer Ebene ist ein Muss und die ist mir ganz wichtig und die ist auch dem Herrn Breton, dem Kommissar für internen Markt, sehr wichtig. Und wir haben gemeinsam beschlossen, dass wir Hand in Hand Weltraum vorantreiben wollen. Und das ist einer der Eckpfeiler auch meiner neuen Agenda 2025. Der zweite Punkt ist Kommerzialisierung. Das ist genau der Aspekt, den wir auch vorhin gesehen haben. Sie haben ihn angesprochen über Elon Musk, der unseren Astronauten Europas auf einer SpaceX-Kapsel zur Weltraumstation bringt. Das ist das beste Beispiel, wie Kommerzialisierung derzeit stattfindet. Elon Musk ist nicht der Einzige durch seine SpaceX-Firma, aber es ist sicher sehr sichtbar und sehr wegweisend. Und da müssen wir in Europa einfach nachholen und aufholen. Und das ist mein Bestreben, das auch über die ESA zu machen. Es ist auch, glaube ich, fair zu sagen, dass Elon Musk nicht existiert. Elon Musk würde existieren, aber SpaceX würde nicht existieren ohne die NASA. Und das Gleiche würde auch in Europa gelten, dass die ESA eine ganz wichtige Rolle hat, solche Firmen aufzubauen, denen zu helfen und Möglichkeiten zu schaffen, damit sich ein sehr starker kommerzieller Sektor in Europa entwickeln kann. Und das werde ich sicher mit sehr großer Anstrengung vorantreiben. Der dritte Punkt ist, ich nenne das Space for Safety and Security, um wirklich sicherzustellen, dass Weltraum für die Sicherheit der Menschheit verwendet wird im Weltraum einfach durch das Abwenden von Asteroiden, das frühzeitige Erkennen von Gefahren aus dem Weltraum, inklusive auch Weltraumschrott, der herumfliegt und mit dem wir umgehen müssen, aber den, wo wir ein sogenanntes Space Traffic Management System brauchen, so wie es auf der Straße ein Verkehrssystem gibt, das gemanagt werden muss, bräuchte man eigentlich das Gleiche auch im Weltraum, das zwar rudimentär existiert, aber nicht in dem Ausmaß, wie es notwendig wäre. Und das ist ein Punkt, den ich ansprechen will, aber auch die Verwendung von Weltraum für die Sicherheit am Boden, auf der Erdoberfläche, für die Unterstützung von Polizeikräften, Coast Guards und ähnlichen Sicherheitskräften, wo einfach Information schnell und genau notwendig ist und die wir auch aus dem Weltraum anbieten können. Natürlich immer komplementär mit anderen Informationsquellen. Und dann der vierte Schwerpunkt ist die Transformation der ESA als Agentur, als Organisation. Wir haben etwa 5000 Angestellte in der ESA und das sind die besten Ingenieure und Wissenschaftler, die es gibt in Europa, die in der ESA arbeiten. Aber wir müssen schauen, dass diese Arbeitskraft in der bestmöglichen Art und Weise eingesetzt wird, um Weltraumprojekte zu definieren und zu kreieren und umzusetzen. Ob das eine Mission eines Astronauten zur Raumstation ist oder ein Satellit, der das Wetter beobachtet oder eine
ein Satellit, der zum Merkur fliegt oder andere außerirdische Planeten oder Kometen oder Systeme erkundet. Das sind natürlich alles hochtechnologische Entwicklungen, die wir hier durchführen. Aber wir müssen auch uns so anpassen, dass wir schneller auf diesen sogenannten New Space Sektor eingehen und deshalb dynamischer, noch dynamischer werden, noch effizienter werden, um einfach mit diesem kommerziellen Sektor mithalten zu können oder ihn zum Teil mitzudefinieren. Und das und zusätzlich gibt es die vertikalen Herausforderungen, die jeweils in den Programmen sind, wie zum Beispiel Launches, Satellitenkommunikation, Erdbeobachtung, wo es ganz spezielle, spezifische Herausforderungen gibt, die wir natürlich auch auf oberster Ebene angehen müssen. Also das ist ein sehr voller Datenkatalog oder Aktionskatalog, den wir hier haben. Es gibt viel zu tun, es macht Spaß, aber es gibt auch einiges zu tun, um Europa, sage ich mal, etwas wach zu rütteln und voranzubringen. Aber hinter dem Ganzen steht die Ambition, einen Dialog hervorzurufen, um zu sehen, wo Europa stehen will im Weltraum, im Vergleich zu Amerika, im Vergleich zu China und wirklich unsere Ambition für die nächste Dekade zu definieren und dann daraus abzuleiten, was wir in den nächsten Jahren machen müssen, um dorthin zu kommen. Ja, vielen Dank. Sie haben das schon angesprochen, also Weltraum, Technologie wird natürlich massiv betrieben von den USA, von Russland, von China. Verstehen Sie diese anderen Großmächte eher als Konkurrent oder als Partner der ESA? Wo gibt es zum Beispiel positive Beispiele für gute Kooperationen, sagen wir mal mit den USA? Es gibt beides. Wir sind sowohl Partner als auch Konkurrent. Und um ein guter Partner zu sein, muss man auch ein guter Konkurrent sein. Und das spiegelt sich ja überall wieder. Auf der einen Seite messen wir uns natürlich an der NASA. Die NASA hat allerdings 7-mal so viel Geld, als wir haben in der ESA. Und das ist ein Faktum. Trotzdem hat die ESA einige Programme, wo wir weltführend sind. Ich nehme das Copernicus-Programm als ein Beispiel, wo wir der Goldstandard sind. Und die NASA sagt, ja, wir wollen mit Europa arbeiten, weil Europa das beste Erdbeobachtungssystem der Welt derzeit aufbaut oder aufgebaut hat und weiter ausbaut. Und da sind wir ein sehr attraktiver Partner. Das heißt, wenn wir ein attraktiver Partner sind, weil wir einfach die besten Systeme haben, dann will die NASA auch gerne mit uns arbeiten, komplementär natürlich, um gemeinsam in diesem Fall den Planeten zu erkunden. Und dann, Sie haben ganz richtig gesagt, wir sind auch Partner. Es gibt sehr viele Projekte, wo wir in Partnerschaft mit der NASA, mit Russland, mit Japan und anderen Weltraumagenturen Satelliten bauen, Astronauten zur Raumstation fliegen. Zum Beispiel die Internationale Raumstation ist ja das Produkt von einigen Weltraumorganisationen, geleitet von der NASA, die den größten Anteil haben. Russland sehr stark mit ihren eigenen Modulen und Kapazitäten. Japan, Europa durch die ESA und auch Kanada. Das sind die Partner der ISS. Und hier arbeiten wir in voller und wirklich sehr harmonischer Partnerschaft, um diese Astronautenflüge und Astronautenmissionen zu ermöglichen. Es gibt auch andere Bereiche, wo wir in Partnerschaft mit anderen Organisationen arbeiten. Also es ist wirklich beides und es ist beides notwendig. Man muss auch immer Konkurrent sein, um ein guter Partner zu sein. Und das versuchen wir natürlich durch technische Exzellenz zu erzielen. Und was braucht Europa konkret, um wirklich eine führende, absolute Superpower zu werden im Weltraum? Das ist eine sehr gute Frage. Und diese Frage will ich eigentlich gerne den Politikern stellen. Und ich will den Politikern auch den Spiegel vor das Gesicht halten und sagen, sehen Sie mal, was in Amerika passiert und sehen Sie mal, was in China passiert. In Amerika, wie ich vorhin erwähnt habe, wird etwa das 6-7-fache im öffentlichen Dienst ausgegeben, also über die NASA in erster Linie, aber nicht nur, über die NASA im Vergleich zu Europa. Amerika hat auch eine Space Force initiiert, die auch sehr viel Geld im Weltraum ausgibt. Aber Amerika hat auch die Kommerzialisierung sehr stark vorangetrieben über SpaceX, über andere Firmen. Und das passiert einfach. Silicon Valley spielt dabei eine ganz wichtige Rolle. Auf der anderen Seite in China passiert genau das Gleiche, mehr gesteuert durch öffentliche Dienste und öffentliche Gelder, aber auch mit einem kommerziellen Sektor. In China hört man vielleicht nicht so oft und so viel, wie das gemacht wird. Die tweeten nicht so oft wie Elon Musk, aber es gibt ganz erstaunliche Leistungen, die auch von China ausgehen.
China ist auf der Rückseite des Mondes gelandet. China baut eine Raumstation auf. China baut ein Navigationssystem auf. China kopiert das Copernicus-System, das wir in Europa aufbauen, mit doppelt so viel Satelliten in der Hälfte der Zeit. Also es geht da sehr schnell und sehr viel, wo China einfach enorm starke Kapazitäten aufbaut. Und das ist beeindruckend und das ist toll. Allerdings, und das will ich den Politikern in Europa auch vorstellen, müssen wir uns überlegen, Europa hat ja in etwa die gleiche Wirtschaftskraft und politische Stellung wie Amerika und China. Und das ist natürlich etwas, was wir berücksichtigen müssen. Im Weltraum allerdings sind wir nicht auf gleichem Niveau. Und da will ich die Frage stellen, wo will Europa hin? Wie will Europa Weltraum nutzen, um seine eigene Politik als europäische Union oder in der ESA sind auch andere Mitgliedsländer noch involviert, als eine Vereinigung europäischer Staaten voranbringen. Das sind Themen wie die wirtschaftlichen Ambitionen, ganz wichtig, die strategische Orientierung, auch für die Sicherheit der Leute. Und das sind Themen, die man einfach diskutieren will, um zu sehen, was will Europa im Weltraum in den nächsten 10 bis 15 Jahren. Und dann können wir natürlich als ESA sagen, ja, das kann gemacht werden und das werden wir implementieren. Da stellt sich natürlich die Frage, will Europa eine Frau, einen Mann auf den Mars schicken und wirklich Fußabdrücke auf dem Mars in der nächsten Dekade hinterlassen? Das ist eine große Ambition, aber ich will die Frage stellen und dann muss die Antwort natürlich gemacht werden. Ein ganz wichtiges politisches Thema, das vielleicht jetzt durch die Pandemie ein bisschen in den Hintergrund der öffentlichen Aufmerksamkeit getreten ist, ist der Kampf gegen den Klimawandel oder eigentlich der Kampf gegen eine mögliche Klimakatastrophe, um das ehrlicher zu titulieren. Was macht die ESA in diesem Bereich? Was leistet die ESA zur Klimapolitik? Das ist ja auch eine der Prioritäten, die zum Beispiel in diesem Video kurz auch aufgeschienen sind und ja, was ist die Rolle der ESA in diesem Bereich? Ja, wir machen zwei Dinge. Also erstens im Haus kümmern wir uns darum, so grün wie möglich zu agieren. Das heißt, alle unsere Aktivitäten, die wir implementieren, werden wir sehr carbonfreundlich gestalten. Ich habe ein Ziel ausgegeben, dass wir bis zum Jahr 2030 46,2% weniger Kohlenstoff ausstoßen wollen als Organisation. Das ist genau das gleiche Ziel, das in IPCC auch herausgegeben wird für COP26. Und dann verwenden wir auf der anderen Seite unsere Satelliten, um wirklich das Klima zu studieren, zu verstehen und die Daten bereitzustellen, damit Entscheidungen betreffend das Klima gemacht werden können. Es hat ja der Climate Summit gerade gestern stattgefunden, von Präsident Biden einberufen. 40 Staatsoberhäupter haben teilgenommen. Fantastisch. Aber solche Summits könnte es nicht geben, ohne die Grundlage an Information zu haben, wie sich das Klima ändern könnte. Und diese Information, diese Grundlage liefern wir durch unsere Satelliten. Ich habe Copernicus erwähnt, das Erdbeobachtungsprogramm Europas ist das Führende. Europa ist auch führend in der Klimaagenda. Das Pariser Abkommen ist ja, Paris zwar hat stattgefunden, ist ein globales Abkommen, aber Europa hat gerade in Klimafragen wirklich eine führende Rolle übernommen. Auch im Weltraum haben wir eine führende Rolle übernommen. Wir liefern die Daten, die notwendig sind, um solche Abkommen machen zu können, weil wir die Informationsgrundlage liefern und natürlich auch die Daten liefern, um das Abkommen zu überwachen und weiter zu verfeinern. Vielleicht ein bisschen in dem Zusammenhang im Sinn von einer ganz besonderen Form von Umweltschutz. Was tut die ESA zur Beseitigung oder Vermeidung des Weltraummülls, der ja durchaus einen beträchtlichen Umfang mittlerweile angenommen hat? Ja, das ist wirklich ein Problem, das jeden Tag größer wird. Es sind bereits Tausende, zigtausende Weltraummüllteilen, die hier zirkulieren. Manche ganz klein, 1 Millimeter, 2 Millimeter groß, manche größer. Und das ist natürlich eine Bedrohung für die anderen Satelliten im Weltraum. Was machen wir? Okay, erstens müssen wir verstehen, wo sind die größten Gefahren. Das heißt, wir haben ein Observationssystem, das wir aufbauen, um natürlich mit anderen Partnern, Amerika in erster Linie, die sehr aktiv sind, um zu verstehen, welche Weltraumdebris, also wo ist der Müll mit anderen Worten und wo muss man besonders aufpassen und ausweichen. Zum anderen bauen wir, und da sind wir wirklich führend, einen Satelliten, der ein
ein Stück aus dem Weltraum entfernen soll. In unserem Fall ist es kein anderer Satellit, sondern die oberste Stufe einer Rakete, nennt sich Vespa. Das ist die oberste Stufe einer Vega-Rakete. Die ist ziemlich groß, einige Meter im Durchmesser, und die wollen wir mit einem anderen Satelliten durch Greifarme umarmen sozusagen und aus dem Orbit aktiv entfernen und auf einen anderen unteren Orbit bringen, wo er dann ausgelassen wird und verglühen kann und dadurch nicht mehr eine Gefahr für andere Satelliten darstellt. Also wir arbeiten in verschiedenen Bereichen, aber der sogenannte Space Safety Bereich ist eine der Prioritäten auch der Agenda 2025, wo wir ganz aktiv hier unseren, ja, die Müllabfuhr organisieren wollen im Weltraum und auch durchführen wollen. Und das ist ganz wichtig. Wir haben uns dazu bereit erklärt, im Jahr 2030 mehr Objekte zu entfernen als hinzuzufügen. Das heißt, wir wollen hier aktiv, zumindest von unseren eigenen Satelliten, dazu beitragen, dass wir auch im Weltraum Ordnung behalten, um hier die Gefahr zu minimieren. Ja, eine letzte Frage hätte ich noch, die vielleicht ein bisschen auch mit der Frage, die Sie gerade beantwortet haben, im Zusammenhang steht. Im Weltraum ist die Regulierung, die Verkehrsregeln oder wie soll ich sagen, die völkerrechtliche Regulierung, wie sie für die Ozeane besteht und selbstverständlich für die Landmassen auf unserem Planeten, schon sehr weit fortgeschritten, aber im Weltraum noch nicht. Wie sehen Sie diese Situation und was haben Sie da für Ideen beziehungsweise Prognosen für die Zukunft? Ja, nee, es ist ganz wichtig, dass natürlich der technische Ausbau des Weltraums mit Regulation Hand in Hand gehen muss. Da gibt es internationale Gremien dafür. Die sind zufällig in Wien beheimatet, das UN COPOS und UN Office for Outer Space Affairs. Und deren Aufgabe ist es, wirklich die Staaten zusammenzubringen, um solche Regulatorien zu definieren und umzusetzen. Und die machen sehr gute Arbeit. Natürlich ist das ein Prozess, der alle Staaten mit einbeziehen muss, um wirksam zu sein. Aber das ist genau der Ort, wo das passieren muss. Europa ist sehr aktiv in UN-OSA und in den sogenannten COPOS. Das sind die Gremien, in denen diese Entscheidungen getroffen werden. Wir sind meistens Vorreiter genau von solchen Regularien, die sich darum kümmern, sage ich mal etwas salopp formuliert, Ordnung im Weltraum zu bringen, Ordnung in den Weltraum zu bringen oder Ordnung im Weltraum zu halten. Und das ist, da arbeiten wir sehr intensiv mit den internationalen Partnern zusammen. Gut, ich danke Ihnen vielmals für das Gespräch. Wir haben uns danke sehr herzlich. Das war mir ein echtes Vergnügen. Ja, ja, bis auf eine nächste Gelegenheit. Und Ihnen, meine Damen und Herren, darf ich noch einen Hinweis geben auf unsere nächste Folge von Metz Order Con, die ab 24. Mai online gestellt wird. Unser Gast wird sein Professor Michaela Latini, anlässlich des 70. Todestages des österreichischen Philosophen Ludwig Wittgenstein. Danke für Ihr Zuhören und auf Wiedersehen. Danke auch von meiner Seite.